Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal zu meinem neuen Video. Wer es noch nicht weiß, ich bin Michael, der Barbecue-Bär. Heute machen wir mal was ganz schlicht Einfaches. Wir werden uns einfach nur einen Kartoffelsalat mit Würstchen machen. So, und warum Kartoffelsalat mit Würstchen? Erstmal passt das jetzt hervorragend in die Weihnachtszeit, denn es gibt ja an Weihnachten diese Fraktionen, die sagen, ich möchte es schlicht und einfach haben, so wie wir jetzt auch. Wir machen zum Beispiel an Heiligabend immer Kartoffelsalat mit Würstchen. Das schon, da war ich so ein kleiner Steppke, seitdem gibt es das, das führen wir weiter. Die anderen, die sagen sich natürlich, ah, ich möchte da ein richtiges Festmahl machen. Die machen sich eine Ente, Gans, Ländchen, irgendwas. Und ja, aber ich finde immer, an Weihnachten sollte man immer mehr Zeit mit der Family verbringen, weil das ganze Jahr opfert man so viel Zeit an der Arbeit oder sonst wo. Da muss es auch mal wirklich ganz gediegen gehen. Klar, soll man vernünftig essen, aber ich sag mal, an Heiligabend so ein Kartoffelsalat mit Würstchen ist okay. Die Feiertage, da kann man sich dann richtig auslassen. Aber auch da gibt es viele einfache Rezepte. Da könnt ihr auch bei mir auf dem Kanal gucken, die super festtagstauglich sind. Und eigentlich war ja dieser Kartoffelsalat hier schon geplant für den Sommer, so als Beilage. Aber ich habe mir gedacht, jetzt um die Weihnachtszeit passt er besser. Und deswegen machen wir den heute. Und wie immer gucken wir uns jetzt die Zutaten an. Da starten wir natürlich mit dem Hauptdarsteller unserer Kartoffel. Da solltet ihr bitte darauf achten, dass es entweder eine festkochende ist oder eine vorwiegend festkochende. Diese kocht ihr euch dann in Salzwasser einen Tag vorher, sprich die Pellkartoffel. Und dann macht ihr euch wie wir hier einfach nur die Pelle ab und dann habt ihr hier eure fertigen Kartoffeln. Außerdem brauchen wir hier so ein bisschen Schmand. Dann habe ich hier einen Metzgerfleischsalat. Den könnt ihr wie ich jetzt beim Metzger hier so fertig kaufen. Es gibt ihn aber auch im Discounter. Da müsst ihr gucken, welcher Fleischsalat schmeckt euch am besten, den ihr auch so auf dem Brot isst. Und den nehmt ihr. Als nächstes habe ich dann hier solche Gurkensticks. Darauf achten, auch wirklich diese Gurkensticks zu nehmen, denn die sind etwas süßer eingelegt wie diese normalen Essiggewürzgurken. Deswegen nehmt die, weil die machen ganz viel vom Geschmack aus. Und von den Gurken brauchen wir natürlich auch noch so ein bisschen was an Aufguss. Dann brauchen wir Salz und Pfeffer. Und jetzt kommt was, was es eigentlich so auf meinem Kanal nicht gibt. Ihr müsst jetzt hart sein, denn an diesen Salat, es geht wirklich nicht ohne, gehören hier so 2-3 Spritzer vom Maggi. Wer das nicht möchte, kann den natürlich weglassen, aber wie gesagt, die müssen wirklich dran und ist auch nicht viel. Also von daher, das Zeug hat eh jeder zu Hause. Jeder sagt, habe ich nicht, hat es aber zu Hause, nimmt es für die Suppe und sonst was. Also von daher, diese 2-3 Spritzer bringen euch nicht um. Wer es wirklich nicht mitmachen will, lässt weg. Aber ich kann euch sagen, macht dann wirklich mal den Test mit und ohne und ihr werdet wirklich begeistert sein. Und bei der Wurst nehmt ihr natürlich die Wurst, die ihr sonst immer nehmt. Bockwurst vom Metzger, aus dem Discounter, egal was, wie, wo. Ich nutze immer die, weil hier diese dicken Sauerländer, die sind wirklich mega lecker. Die kann ich euch nur empfehlen. Wer sie nicht kennt, testet die einfach mal. Das sind wirklich leckere Würstchen. Dann habe ich hier noch so ein paar Weißwürstchen, weil die gibt es bei uns auch immer. Ist jetzt kein Muss. Und die werden wir natürlich nachher auch noch zubereiten. Da gibt es auch noch so einen kleinen Trick, den zeige ich euch aber dann. Das waren dann unsere Zutaten. Überschaubar, aber dafür wird es richtig lecker. Dann sei auch gleich gesagt, das Rezept ist aus Miris Feder, die hinter der Kamera steht. In der Familie immer weitergetragen und ich muss echt sagen, bei uns früher gab es auch oft Kartoffelsalat, aber ich habe noch nie so einen leckeren Kartoffelsalat gegessen wie den. Den gibt es ja auch recht häufig, deswegen allein deswegen solltet ihr den testen. So, damit wir uns jetzt aber hier nicht um Kopf und Kragen sabbeln, denn hier draußen ist es wirklich scheiße kalt, ich friere jetzt schon wie Sau. Werden wir mit dem Schnippeln anfangen und dazu nehmen wir uns zuerst hier die Gurkensticks. Die nehmt ihr und dann hackt ihr die euch einfach hier in solche Stücke. Die Breite ist egal. Und wenn die Gurken geschnitten sind, wandern die schon mal in eine Schüssel. Und ganz wichtig hierbei ist es natürlich wirklich vorher die Gurken zu schneiden, in den Bottich zu machen, denn die Gurken, die bringen schon genug Geschmack mit, somit natürlich auch etwas von dem Gurkenwasser, was wir hier haben. Würden wir jetzt erst die Soße anrühren und mit dem Gurkenwasser abschmecken und dann die Gurken dazu machen, kann es nachher passieren, dass das Ganze too much ist. Deswegen erstmal Gurken schneiden in den Topf und jetzt machen wir die Soße fertig. Dazu habe ich hier den Schmand, den geben wir schon mal hier rein. Zum Schmand kommt der Fleischsalat.
dann können wir das schon mal so ein bisschen vermengen, dass sich das gut vermischt hat. Das heißt, einfach mal ganz wild hier durchgehen. Dann kann so ein klein bisschen Salz dazu. Da müsst ihr aufpassen, denn wenn ihr die Pellkartoffeln in Salzwasser kocht, ist da eigentlich genug Salz dran. Aber so ein bisschen geht noch. Dann kommt eine große Ladung Pfeffer. Dann geben wir so einen kleinen Schluck Gurkenwasser dazu. Ob wir noch was brauchen, sehen wir später. Und jetzt kommt ja, wie gesagt, die Magie an das Ganze. Wir nehmen unsere Würze und hauen da wirklich so drei Schüsse dran. Das reicht in der Regel vollkommen aus. Dann können wir das nochmal vermengen. Und wenn dann alles gut vermengt ist, dann testen wir mal. Ja, das ist fast mega. Jetzt geben wir noch so ein Tröpfchen hiervon dazu. Da, wie gesagt, müsst ihr euch rantasten. Und jetzt noch einen hiervon. Dann nochmal vermengen und dann passt das und wir widmen uns den Kartoffeln. Die Soße ist dann perfekt, die stellen wir erstmal hier beiseite und jetzt geht es weiter mit den Kartoffeln. Und da gibt es ja auch zwei Lager. Die einen sagen, die Kartoffeln müssen in Scheiben geschnitten werden und die einen sagen, wir würfeln die. Wir sind zum Beispiel die Fraktion, wir würfeln die, weil ich finde das besser als diese Scheiben, die brechen sowieso auseinander. Also von daher braucht man sich diese Arbeit nicht machen. Und wir nehmen dann die Kartoffeln hier immer. Wir vierteln uns hier die Kartoffeln so, das heißt einmal so und dann nochmal so. Ja, und dann machen wir uns hier die Größe an Würfel. Ja, und dann ist das auch schon perfekt. Aber wer möchte, kann natürlich auch Scheiben schneiden. Und wenn die erste Hälfte Kartoffeln geschnitten ist, ist wichtig, das Ganze einmal hier unterzumengen. Dass wir das mit der Soße schon mal vereint haben. Wenn wir nachher alle Kartoffeln drin sind, lässt sich das ganz bescheiden verrühren. Deswegen machen wir das jetzt einmal vorher. Ja, und dann haben wir es auch schon so gut wie geschafft. So, dann habe ich alle Kartoffeln untergerührt. Somit ist dann unser Salat auch fertig. Den könnt ihr dann jetzt so beiseite stellen. Dann kann er noch so ein bisschen durchziehen. Wir geben dem immer so eine Stunde. Das ist dann perfekt. Bei mir ist es jetzt allerdings so, ich nehme mir nachher hier so ein Drittel raus, packe mir den in eine Extraschüssel, denn bei mir muss noch eine Zwiebel dran, weil das Ganze kickt geschmacklich nochmal extrem mehr. Das heißt, wer bei euch alles Zwiebeln isst, haut die noch eine schöne Zwiebel mit dran und das ganze Ding ist noch runder. So ist das wirklich schon ein richtig geiler, leckerer Kartoffelsalat, aber ich sag mal, wenn da die Zwiebel noch mit dran ist, finde ich den nochmal eine Nummer besser. Die anderen hier mögen es nicht so, deswegen muss ich mir immer so ein Drittel wegmachen, das extra machen. Man kann jetzt auch noch so ein bisschen Petersilie dran machen, Schnittlauch, aber das ist nicht Miris Rezept, deswegen hat sie mir verboten, das so zu machen, sondern nur so, wie er hier ist. Das Grundding, selbst das mit der Zwiebel darf ich euch nicht zeigen, nur erwähnen, deswegen mache ich das extra. So, und jetzt kümmern wir uns um die Wurst. Euch jetzt zu zeigen, wie man Würstchen kocht, ist, glaube ich, ein Frevel schlechthin. Dennoch mache ich es gerne. Es gibt nämlich so einen kleinen Trick, weil ich sehe es immer wieder in meinem Bekanntenkreis. Wenn die Würstchen kochen, die nehmen die Wurst, holen die hier aus der Dose raus, geben die hier in so einen Topf, machen Wasser drauf und erwärmen die. So, das machen wir nicht. Wir nutzen Trick 17, denn ich nehme immer dieses Wurstwasser, was dabei ist, gebe die Wurst dann da rein. Und wenn jetzt so wie hier so ein bisschen wenig Wurstwasser in der Dose ist, dann könnt ihr nochmal mit so einem kleinen Schluck klarem Wasser nachgießen. Das reicht auch an Wasser vollkommen aus. Dann werde ich jetzt noch hier die Weißwürstchen zuschmeißen. Und wie ihr dann seht, haben wir jetzt wirklich nur so viel Wasser hier drin, dass das Ganze leicht schwimmt. Und warum nutze ich das Wurstwasser jetzt mit? Weil das purer Geschmack ist. Ihr spart zusätzlich noch Wasser, weil es ist ja dabei, warum das Ganze dann wegschütten. Und zum Geschmack, ihr wisst, ihr kocht eine Wurst und wenn man dann einmal nicht aufpasst, man sammelt mit der Frau, guckt irgendwo, platzen die, dann habt ihr hier dieses schöne große Fach für den Senf drin. Aber würdet ihr die Wurst dann in dem Wasser weitergaren, habt ihr dann das Problem, der Geschmack wird fad und die schmecken wirklich richtig wässerig, eklig. Das heißt, wenn die platzen sollten, ist es immer ärgerlich, wenn die jetzt hier platzen, habt da wenigstens noch das Wurstwasser, was so richtig Geschmack mitbringt. Demnach schmecken die dann nicht einfach nur nach
Wasser. Deswegen nehmt das einfach mit, ist so ein kleiner Trick 17 von meiner Oma, und nicht wegschütten. Ich weiß ja nicht, wie handhabt ihr das, nutzt ihr das wie ich oder schüttet ihr das auch weg? Also testet es einfach mal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, kocht die Wurst mal in dem Wurstwasser. Im nächsten Schritt starten wir dann die Flamme, das Ganze auch auf Volldampf. Das heißt, ihr dreht, wenn das am Herd macht, den volle Pulle auf oder wie ich jetzt hier den Hocker koche. Dann lassen wir den Deckel erstmal ab und warten, bis das Wasser anfängt zu kochen. So, wie ihr sehen könnt, jetzt ist der Punkt da, wo das Ganze anfängt zu blubbern und zu simmern. Dann kommt für uns der Schritt, Hitze komplett wegnehmen. Dann nehmt ihr euch den Deckel vom Topf, packt den hier drauf. Und bei dem geschlossenen Deckel lasst ihr das Ganze dann jetzt so gute 10 bis 15 Minuten ziehen. Somit ist die Wurst dann perfekt gleichmäßig durcherhitzt und ihr habt halt jetzt die Gefahr nicht, dass das Ganze platzt. Das heißt, ihr kocht das wirklich einmal nur kurz auf, dass er da an eure 100 Grad kommt. Für so eine Wurst ist eigentlich 70 bis 80 Grad perfekt. Wenn ihr die dann in dem Wasser ziehen lasst, reicht das vollkommen aus, aber hier draußen ist ein bisschen kälter. Deswegen kurz auf die 100 Grad, dann Deckel drauf und ziehen lassen und dann habt ihr wirklich die perfekte Wurst. Die Zeit warten wir allerdings jetzt wieder ab und dann wird probiert. Dann ist es geschafft, die Würstchen sind durchgezogen und auch hier, wie ihr sehen könnt, nicht geplatzt, aber richtig schön stramm im Darm. So sollten nach Möglichkeit diese Würstchen sein. Dann der Kartoffelsalat, der hat auch durchgezogen. Groß zeigen brauche ich euch das Ganze jetzt, glaube ich, nicht mehr. Ich werde aber trotzdem noch einmal hier die Gabel nehmen. Werde mir hier so ein bisschen was auffüllen, werde für euch natürlich probieren. Bei mir ist jetzt auch die Zwiebel schon mit drin. Dann guten Appetit, pusten muss ich nicht. Jetzt habe ich es doch getan. So, ich habe es schon oft genug gesagt. Kartoffelsalat geht immer. Geschmacklich gibt es da ja tausend Rezepte, aber wirklich der hier von meiner Frau, der ist einfach nur, könnte ich mich reinsetzen, der ist wirklich mega mäßig. Wir haben hier wirklich nur wenig Zutaten, so ein bisschen Fleischsalat, Schmand, dann noch die Zauberzutat, mit der die ganze Magie in den Salat reinhaut. Wie ich ja eben schon gesagt habe, wer es nicht machen möchte, lässt es einfach weg. Aber wie gesagt, das ist wirklich ein Bombensalat. Und wer den so noch nicht gemacht hat, geht natürlich auch zu jeder Grillparty als Beilage. Das ist geschmacklich wirklich Hammer. Und ich könnte mir sogar vorstellen, viele sagen sich dann, ich mache den nur noch so. Gut. Die Wurst, die ist jetzt fertig, geschmacklich auch mega, genauso wie die Weißwurst, das weiß ich, deswegen probiere ich die jetzt nicht. Und bevor die kalt werden, gehen wir jetzt erstmal schnell rein und essen. Dann haben wir es auch schon wieder geschafft, sind am Ende von diesem Video angekommen. Kartoffelsalat ist eigentlich kein großer Hokuspokus, dennoch sollte man den mal so gezeigt haben, weil es gibt ja da Rezepte wie Sand am Meer, die einen machen den wirklich nur mit Essig, Öl und so weiter und so fort. Wir machen ihn halt immer so. Es gibt da welche, die nehmen Mayonnaise, Fleischwurst, aber aufgrund von dem Fleischsalat könnt ihr euch das sparen und habt dann nochmal wirklich einen mega geilen Geschmack. Die Wurst, ich hoffe, ihr nutzt jetzt auch Wurstwasser, wenn ihr das noch nicht getan habt, könnt ihr reinschreiben, ob oder ob nicht. Dann natürlich auch, wenn ihr den gemacht habt, hat er euch geschmeckt. Also ich, wie gesagt, bin immer noch mega geflasht. Hier gibt es, glaube ich, auch keinen anderen mehr, den ich so gerne esse wie den. So soll es ja, glaube ich, auch sein in der Regel, wenn die Frau irgendwas macht. Ja, und bevor ich mich jetzt wieder schwindelig sabbel, hoffe ich, das hat euch gefallen. Ist dem so, gebt mir gerne einen Daumen hoch, dann freundlichen Kommentar. Seid ihr noch keine Abonnenten, hier oben könnt ihr das nachholen. Da ploppt mein Logo auf, das könnt ihr anklicken, dann auch die Glocke aktivieren. Somit verpasst ihr kein Video mehr von mir. Ja, und dann sage ich wie immer bis zum nächsten Video. Gehabt euch wohl, euer Michael, macht's gut. Ciao.